Die Grundeinheit für Länge und Distanzen im metrischen System ist der Meter. Meter. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, fangen wir am besten mal mit dem Menschen an. Die meisten Menschen sind zwischen 1,7 und 1,8 Meter groß. Wenn du jetzt nur 1,50 Meter bist, ist das ziemlich klein. Wenn du aber 2 Meter bist, dann könntest du schon recht gut Basketball spielen. Ich habe hier mal eine Zeichnung von Leonardo da Vinci mitgebracht. Und das ist ganz schön, weil du kannst dir vorstellen, dass die Länge, wenn du deinen Arm ausstreckst, also die Armweite, ungefähr 1 Meter entspricht. Und das ist auch gleich die Abkürzung für das Meter, ist dieses kleine M. Du kannst dabei eben nicht nur den Menschen ausmessen mit dem Meter, du kannst auch größere Dinge messen. Zum Beispiel, das ist der Berliner Fernsehturm. Und der ist von unten bis zur Spitze ist der 368 Meter hoch. 368 Meter von unten bis oben. Es gibt jetzt ein paar Abkürzungen für Dinge, die größer sind als ein Meter. Die will ich dir hier mal auch mit aufschreiben. Die sind zwar nicht ganz so gebräuchlich, solltest du aber schon mal gehört haben. Das erste ist das Dekameter. Das sind ganz einfach 10 Meter. Das Hektameter. Hektameter. Das sind 100 Meter. Und es ist wirklich nicht sehr gebräuchlich. Also es wird jetzt zum Beispiel keiner hergehen und sagen, der Berliner Fernsehturm ist 3,68 Hektameter hoch oder 36,8 Dekameter. Aber du solltest es wenigstens wissen. Eine Längeneinheit für noch größere Dinge ist aber eine, die du bestimmt schon kennst. Und die ist der Kilometer. Kilometer. Hast du bestimmt schon mal gehört. Und da ist es so, dass ein Kilometer einfach genau 1000 Metern entspricht. Und das ist das Schöne am metrischen System. Du fängst hier an mit Meter, sozusagen 1, Dekameter ist 10, Hektameter ist 100 und Kilometer ist 1000 und es wird dann einfach auch angezeigt durch diese Vorsilben, Deka, Hektar und Kilo. Und mit Kilometer kannst du dann schon recht große Sachen ausmessen, wie zum Beispiel der Abstand zum Mond, den misst man in Kilometern, oder den Umfang der Erde oder auch kleinere Sachen, wie zum Beispiel hier. Hier siehst du einen Maßstab von einer Stadt und das siehst du von hier, bis hier, das sind 5 Kilometer. Und wenn du dann beispielsweise in der Stadt diese Strecke hier läufst, dann weißt du, das waren ungefähr, naja, sagen wir, 2,5 bis 3 Kilometer ungefähr. Und ja, wenn du jetzt zu den kleineren Dingen gehst, da gibt es auch wieder Abkürzungen. Da gibt es wieder welche, die sind jetzt nicht so gebräuchlich. Die erste ist das Dezimeter. Dezimeter und das ist ein Zehntelmeter, ein Zehntelmeter. Das Zentimeter kommt als nächstes und das kennst du bestimmt schon wieder. Zentimeter. Und das kannst du dir jetzt vielleicht schon fast denken. Zentimeter ist ein Hundertstel Meter. Schreiben wir hier mal als Bruch.
ein Hundertstel Meter. Und mit dem Zentimeter kannst du dann zum Beispiel solche Dinge wie diesen Frosch hier ausmessen. Der sitzt ja hier auf der Hand und der ist vielleicht so 3 Zentimeter groß und ein Zentimeter wäre dann vielleicht, ja, so ein Abstand hier. Das wäre also 1 Zentimeter. Und andersrum ausgedrückt kann man auch sagen, dass 1 Meter 100 Zentimetern entspricht. cm ist die Abkürzung für Zentimeter. Und wenn du jetzt noch kleinere Sachen ausmessen willst, dann gibt es noch das Millimeter. Millimeter und ein Millimeter entspricht ein Tausendstel Meter. Ein Tausendstel Meter. Oder man kann auch sagen, dass 1 Meter genau 1000 Millimeter lang ist. Und hier habe ich noch ein Beispiel für dich. Hier siehst du diese Ameisen und die sind vielleicht 2 oder 3 Millimeter lang und 1 Millimeter wäre dann vielleicht hier so ein Abstand. Und wirklich möchte ich dich bitten, denn wenn wir danach zu Volumen kommen oder auch zum Gewicht, dort findest du diese Vorsilben hier wieder. Und die solltest du dir eben merken. Das Dezi für 1 Zehntel, das Centi für 1 Hundertstel und das Milli für 1 Tausendstel. Wenn wir zu den kleinen Dingen gehen und das Dekameter, wenn wir zu den großen Dingen gehen, mal 10, Hektameter mal 100 und vor allem das Kilometer, denk mal zum Beispiel an Kilogramm, also die Vorsilben, die bleiben immer gleich und die Maßeinheiten, die ändern sich eben je nachdem, was du messen möchtest.